Hallo Tayo! Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Wie wäre es, wenn wir mit Poco anfangen? Okay. Toll! Wir machen es mit Feuer, genau wie in der echten Show. Okay. Was ist los, Max? Es sieht so heiß aus. Oh? Wie willst du das schaffen, wenn du so viel Angst hast? Kannst du es denn überhaupt? Was? Ihr habt auch Mist gebaut. Da hast du auch wieder recht. Wir sind der Schwerlastzirkus. Menschen sind auf der Straße versammelt. Was ist denn hier los? Treten Sie näher, treten Sie näher. Sie sind alle herzlich zum Zirkus der Fantasie eingeladen. Wow, ein Zirkus. Danke. Okay, okay. Jeder nimmt sich eine. Warum sind dort so viele Bitte. Menschen versammelt? Oh? Tayo! Oh? Kennen wir uns? Ich bin's. Joey, der Zauberer. Oh. Was? Das ist so erfrischend. Mit dem Kostüm war mir zu heiß, aber jetzt fühle ich mich wieder lebendig. Warum bist du eigentlich als Clown verkleidet? Oh, ich trete nächste Woche mit einem weltbekannten Autozirkus auf. Deswegen habe ich mich verkleidet. Tada! Joeys Zauberzirkus! Wow! Ein Zirkus? Das klingt toll! Es macht wirklich viel Spaß, also kommt vorbei! Ja, natürlich! Okay, bis später dann. Viel Glück! Alles klar. Okay, ich muss jetzt weiter Werbung machen. Oh? Hm. Hallo? Hallo, Herr Zirkusdirektor. Was gibt es? Was? Sie können nicht kommen, weil eines der Autos verletzt wurde? Wann können Sie denn kommen? Was? In einem Monat? Oh nein, was mache ich bloß? Ich habe es schon der ganzen Stadt erzählt. Jungs, wir machen eine Pause. Okay. Es ist ziemlich langweilig, wenn man immer nur arbeitet. Können wir nicht etwas Lustiges machen? Etwas Lustiges? Wie wär's damit? Soll ich es auch versuchen? Die Sache ist gelaufen. Jetzt werden alle denken, dass ich lüge. Seht mal. Oh? Was ist das denn? Oh! Juhu! Wow! Hey! Bist du nicht Joey der Zauberer? Was machst du denn hier? Sag mal, habt ihr Lust, einem Zirkus beizutreten? Was? Wovon redest du? Ihr seid alle sehr talentiert. Wir können bestimmt eine tolle Zirkusnummer präsentieren. Sehr talentiert? Sind wir? Das machen wir. Das wird bestimmt lustig. Das klingt toll. Wir versuchen es. Sollen wir es mal ausprobieren? Ich bin dafür. Okay, dann fangen wir morgen mit dem Training an. Okay. La la la, la la la. Oh! Hallo! Oh. Tayo! Wo fahrt ihr denn alle hin so früh am Morgen? Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt schon sagen kann. Aber wir werden in einem Zirkus auftreten. Ein Zirkus? Oh, ist das Joeys Zauberzirkus? Ja, stimmt genau. Wir sind offenbar sehr talentiert. Wow, das ist toll. Ich sehe es mir mit meinen Freunden an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sind jetzt alle da? Dann können wir jetzt die Rollen festlegen. Zuerst Poco. Du nimmst den Barren. Billy scheint gut jonglieren zu können. Chris kann Dinge stapeln und drehen. Und Max kann durch Ringe springen. Oh, Mann, das wird ein Spaß. Also, ich mache die Trapeznummer. Alles klar, jetzt schwing dich hoch. Okay.
alles war nicht richtig. Jetzt versuche ich mal meine Nummer. Du bist ziemlich gut. Okay, jetzt versuch es mit mehr Bällen. Gut. Was? Billy! Es tut mir leid. Keine Sorge. Übung macht wie bekanntlich den Meister. Packen wir es an, Freunde. Okay. Die fleißigen Lastwagen trainieren jeden Tag. Autsch! Freunde, wisst ihr schon das Neueste? Die Schwerlastwagen treten mit Joey in einem Zirkus auf. Ein Zirkus? Wovon redest du? Wie können Schwerlastwagen in einem Zirkus sein? Das weißt du nicht? Joey hat sie gebeten, aufzutreten, weil sie so talentiert sind. Wirklich? Das müssen wir uns ansehen. Wir können uns das zusammen ansehen. Ja! Ja. Sie trainieren bestimmt alle fleißig. Oh Mann, ich bin so müde. Macht weiter so, Freunde. Wir haben nur noch wenig Zeit. Ich brauche nur eine kurze Pause. Dann mache ich eine Werbeaktion und komme später wieder. Also ruht euch aus und trainiert dann weiter. Okay, verstanden. Joey ist zu streng. Üben, üben, jeden einzelnen Tag. Es macht keinen Spaß und es ist so anstrengend. Wie wäre es, wenn wir den Tag heute frei nehmen? Ja, Joey kommt sowieso erst spät zurück. Gut. Letztendlich haben die Lastwagen doch nicht den ganzen Tag trainiert. Tayo, der kleine Bus. Die Zirkusvorstellung ist in ein paar Tagen. Alle miteinander. Wir betrachten das als eine echte Aufführung und machen eine vollständige Probe. Okay. Kein Problem. Wie wäre es, wenn wir mit Poco anfangen? Okay. Toll! Wir machen es mit Feuer, genau wie in der echten Show. Okay. Was ist los, Max? Es sieht so heiß aus. Oh? Wie willst du das schaffen, wenn du so viel Angst hast? Kannst du es denn überhaupt? Was? Ihr habt auch Mist gebaut. Da hast du auch wieder recht. Das gibt's nicht. Die Show ist in 2 Tagen. Was habt ihr bloß angerichtet? Das ist schwerer, als wir dachten. Dann hättet ihr fleißiger üben sollen. Aber das Üben ist so anstrengend. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht erst damit angefangen. Was? Wenn man so etwas macht, muss man es richtig machen. Wir sind nur gekommen, weil du gesagt hast, dass es Spaß macht. Ich halte das so nicht mehr aus. Okay. Genau. Gehen wir. Okay. Ja. Moment. Was sollte das werden? Das war eine reine Zeitverschwendung. Ich weiß. Hallo! Freunde! Ich habe gehört, dass ihr in einem Zirkus auftretet. Ich freue mich schon riesig. Ihr habt bestimmt viele tolle Tricks drauf. Ihr seid so stark. Ja, natürlich. Wow, ihr seid die Besten. Wir kommen alle. Viel Glück! Juhu! Warum sagt Ihnen keiner, dass wir nicht auftreten werden? Na ja, wie kann man Ihnen das sagen? Das stimmt. War ich zu streng? Ich habe zu viel von Ihnen verlangt. Ich hätte freundlicher sein sollen. Ich sage die Vorstellung besser ab, bevor es zu spät ist. Joey! Hä? Freunde, warum seid ihr wieder da? Also,
Es tut uns leid. Wir wollen wieder im Zirkus mitmachen. Wir werden von jetzt an unser Bestes geben. Was? Also, nachdem wir gegangen sind, haben wir die kleinen Autos getroffen. Wir wollen sie doch nicht enttäuschen. Ach, ihr. Also gut, tun wir unser Bestes, damit wir für die Show bereit sind. Ja! Okay, ich bin dran. Endlich ist es soweit für die Zirkuspremiere. Ich bin schon so gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch. Oh, seht mal. Meine Damen und Herren, willkommen zu Joeys Zauberzirkus. Wir beginnen mit Tricks aus dem Lastwagenzirkus. Er ist super! Abracadabra! Das war der Lastwagenzirkus. Danke euch allen. Wir haben es euch zu verdanken, dass wir es geschafft haben. Was meinst du denn damit? Eigentlich wollten wir aufhören, weil das Training zu hart war. Aber weil ihr uns vertraut habt, wollten wir weiter trainieren. Ihr wart großartig. Hey, was haltet ihr davon, mit mir Shows auf der ganzen Welt vorzuführen? Was? Das geht ja nicht. Die Lastwagen konnten dank der Unterstützung ihrer Freunde großartige Leistungen zeigen. Die beste Schwermaschine. Es ist ein ruhiger Morgen. Da ist Tayo. Guten Morgen. Tayo hört ein lautes Geräusch. Was war das? Das sind hart arbeitende Baustellenfahrzeuge. Das ist toll! Hier arbeitet Billy also. Entschuldigung, fahren wir nicht weiter? Tut mir leid. Wir fahren los. Die Baustelle ist wirklich so cool. Es gibt so viel zu sehen. Tayo scheint von der Baustelle, auf der Billy arbeitet, begeistert zu sein. Hanna! Willkommen zurück, Tayo. Du bist aber früh da. Ja, ich hatte heute nur die Frühschicht. Ich bin froh, dass du da bist. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Ich wollte mich ausruhen gehen. Ich muss Billy Bescheid sagen, dass seine Untersuchung einen Tag später ist. Billy? Ich habe viel zu tun. Könntest du es ihm bitte sagen? Ja, natürlich. Das ist toll. Ich sag dir, wo er arbeitet. Nicht nötig, ich weiß genau, wo Billy arbeitet. Oh, wirklich? Bis später. Okay. Danke, Tayo. Kein Problem. Ich frage mich, warum er so aufgeregt ist. Endlich bin ich hier. Bitte schön. Tayo! Hallo, Billy! Tayo ist hier? Hallo, Tayo! Bist du Tayo? Freut mich sehr. Hallo, alle miteinander! Was machst du denn hier? Hanna bat mich, vorbeizukommen und dir zu sagen, dass deine Untersuchung einen Tag später ist. Oh, verstehe. Meine Untersuchung ist morgen? Ja! Du bist extra hergekommen, um es mir zu sagen? Danke. Gern geschehen. Jedenfalls, was macht ihr denn? Wir bauen hier einen Wolkenkratzer. Einen Wolkenkratzer? Wow, cool. Das ist super. Ich bin ziemlich super, ha? Wovon redest du, Billy? Tayo meinte mich. Was? Ich bin der coolste weit und breit. Hey.
Na? Hä? Wenn du denkst, dass du cool bist, sieh dir das an! Da. Du denkst, du bist cool? Ohne mich schaffst du gar nichts. Was? Ich bewege den ganzen Dreck auf der Baustelle. Aber ich schaufel den Dreck für dich. Du kannst nicht schaufeln, wenn ich nicht sammle. Hey, Billy, vergiss nicht, dass ich für den Zement zuständig bin. Nein, ich bin der Mann. Okay, ein Wettbewerb wird zeigen, wer hier der Beste ist. Ein Wettbewerb? Klingt gut. Ein Buddelwettbewerb? Ha! Das werden wir mal sehen. Wie wär's mit einem Zementmischwettbewerb? Nein, sehen wir, wer den meisten Dreck tragen kann. Du bist doch nicht mit. Stopp! Wir machen Folgendes. Tayo, kannst du der Richter sein? Oh? Ich? Ja, du wählst einen angemessenen Wettbewerb und beurteilst uns fair. Das ist eine tolle Idee. Ich gewinne sowieso jeden Wettbewerb. Ha, ich auch. Ich soll entscheiden? Schon gut, du kannst den Wettbewerb wählen. Ja, wir machen, was du entscheidest. Ja. Egal was. Okay. Okay. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Okay. Die beste Schwärmmaschine muss eine Menge wissen, oder? Wir beginnen mit einem Quiz. Ein Quiz? Um der Beste zu sein, muss man sehr klug sein. Okay, erste Frage. Welcher Bus schnarcht nachts am lautesten? Woher sollen wir das wissen? Tayo, was hat das mit Klugsein zu tun? Ja. Ihr wolltet alles tun, was ich sage. Das sind die Optionen. Was? Erstens Gani. Zweitens Lani. Drittens Rogi. Viertens Sito. Okay, wer denkt ihr ist es? Woher sollen wir das wissen? Stell eine andere Frage. Ich weiß, Sito. Er ist der Größte. Nein, stimmt nicht. Eins, Gani? Nein. Dann Nummer drei, Rogi. Nein, falsch. Doch nicht etwa die süße Lani, oder? Ding, ding, ding. Du hast die richtige Antwort. Wirklich? Dieser süße kleine Bus schnarcht lauter als die anderen? Das stimmt. Sag nur keinem, dass ich das gesagt habe. Keine Sorge, ich sag's nicht. Warum starrt ihr mich denn an? Okay, nächste Frage. Machen wir was anderes. Ja, was anderes. Was anderes als ein Quiz? Okay. Im zweiten Wettbewerb sehen wir, wer den besten Trick vorführt. Oh, den besten Trick? Okay, sowas kann ich wirklich gut. Okay, ihr müsst genau das tun, was ich tue. Seht zu. Das sollen wir tun? Das hat doch nichts damit zu tun, der Beste zu sein. Das denkt ihr nur. Aber alle lieben diesen Trick. Darum bin ich so beliebt. Ah, ich mach das später. Ich auch. Es hat nicht geklappt. Was war das denn? Leute, naja, dann mal los. Wow! Okay, ich hab's jetzt zu. Wow! Das war unglaublich! Ein Kinderspiel! Und Max gewinnt diese Runde! Tayo, gibt es keine anderen Wettbewerbe? Andere Wettbewerbe? Ja, genau! Wettbewerbe, die den Stärksten ermitteln! Ja! Wer der Stärkste ist? Ja, wir sind Schwermaschinen! Finden wir heraus, wer der Stärkste ist. Du hattest doch nichts dagegen, als du gewonnen hast. Aber jetzt schon. Ich habe eine gute Idee. Tayo, der kleine Bus. Okay, alles ist bereit. Wir müssen die Fässer mit diesem Reifen umhauen, richtig? Das ist schon besser. Na los, Jungs. Der Sieg ist mein.
Das glaubst du wohl. Seid ihr soweit? Ja. Chris fängt an. Okay. Seht zu und lernt, Jungs. Wird schon schief gehen. Was war das? Das ist schwerer, als ich dachte. Jetzt bin ich dran. Und los! Das ist doch kein Wettbewerb für den weitesten Werfer. Das ging nur schief. Beweg dich! Wow, der ist toll. Der schummelt ja. Keiner sagte, wir dürfen nur einen Reifen nehmen. Das stimmt. Los, Billy. Was? Nimm das. Oh, das war gar nicht gut. Du hast nur zwei Fässer erwischt. Aus dem Weg. Jetzt komm ich. Was ist los? Was? Das war knapp. Was sollen wir tun? Wir müssen das alles aufräumen. Okay, beeilen wir uns. Okay. Noch ein wenig weiter. Das war's, denke ich. Endlich. Das haben wir Billy zu verdanken. Ohne Poco hätte ich das aber nicht geschafft. Eigentlich haben wir das alles Max zu verdanken. Ganz und gar nicht. Chris hat die ganze Arbeit gemacht. Tut mir so leid. Das ist wohl alles meine Schuld. Nein, das war doch alles unsere Schuld. Ja, ist schon okay. Na dann, wenn das so ist, werde ich jetzt den Gewinner verkünden. Oh, was? Was? Die beste Schwermaschine ist Max, Chris, Poco und Billy. Alle zusammen seid ihr die Besten. Jeder von euch ist einfach der Beste in seinem Job. Wir sind die Besten, wenn wir zusammenarbeiten. Das stimmt. Diese vier Freunde sind die Besten, weil sie toll zusammenarbeiten. Tayo hofft, dass er und seine Freunde eines Tages auch so gut sein werden. Eine unheimliche Nacht! Das Bauteam hat sich vor einer alten Fabrik versammelt. Das ist also unser neues Projekt. Sieht gruselig aus. Warum müssen wir das nachts machen? Das geht ja nicht anders. Wir können keine Bauarbeiten während des Tages machen, wenn die Schüler noch Unterricht haben. In Ordnung. Fangen wir an. Okay. Was war das? Was ist das, Poco? Sieht aus wie ein Reifen. Das kann nicht sein. Was? Was ist los? Nun, ich habe diese Geschichte über einen Geisterlaster gehört. Dem ein Reifen fehlt. Ein Gespensterlaster? Ja, es gab einen Unfall in diesem Gebäude. Und es heißt, er sucht hier jede Nacht seinen fehlenden Reifen. Was, wenn das der fehlende Reifen des Geisterlasters ist? Keine Chance. Geister gibt es doch gar nicht. Er hat recht. Machen wir mit der Arbeit weiter. Was war das für ein Geräusch? Könnte das der Geisterlaster sein? Das ist unmöglich. Das ist doch nur ein Gerücht. Ist das
Der Gespensterlaster? Wow. Es kann ein bisschen dauern, bis ihr alle repariert seid. Ich versuche, so viel wie möglich zu schaffen, aber es wird wahrscheinlich bis morgen dauern. Ihr solltet hier bei mir bleiben, bis ich alles fertig habe. Okay. Was ist euch denn passiert? Das glaubst du nie. Aber wir haben gestern ein Gespenst gesehen. Was? Ein Gespenst? Ihr habt ein Gespenst gesehen? Oh. Hallo, Kinder. Oh. Ist das wirklich wahr? Habt ihr wirklich eins gesehen? Ja, es hat laut geschrien und Kisten umgestoßen. Wir hatten solche Angst. Ein Gespenst? Wie unheimlich. So habt ihr euch also verletzt. Erzählt uns mehr, bitte. Los geht's, Kinder. Ihr kommt noch zu spät. Okay. Ihr müsst es uns erzählen, wenn wir zurückkommen. Okay. Ein Gespenst, wie unheimlich. Das ist doch gar nicht unheimlich. Angsthase. Was? Eigentlich habe ich gar keine Angst. Aber du hast gerade gesagt, dass du Angst hast. Habe ich nicht. Na, willst du wetten? Eine Wette? Ja, dann lass uns doch zur Baustelle fahren und sehen, wer dort mehr Angst hat. Gut, Kleinigkeit. Dann fahren wir heute Abend dorthin. Okay. Oh, ich hoffe, Ihnen passiert nichts. Das sieht so unheimlich aus. Aber ich kann vor Rogi keine Angst haben. Es sieht wirklich gruselig aus. Aber ich kann nicht gegen Tayo verlieren. Fahren wir rein. Okay. Huch, das sind Tayo und Rogi. Was machen die denn hier? Ha, ich werde sie erschrecken. Freunde! Oh nein, sie sind weg. Wirklich? Ja, da war wirklich ein Gespenst. Es war so gruselig. Oh, zum Glück sind wir entkommen. Ihr hättet vielleicht nicht so viel Glück gehabt. Oh, wie unheimlich. Hey, Freunde. Speed! Was führt dich her? Oh, ich wollte mich entschuldigen. Ich habe euch gestern Abend erschreckt. Es tut mir leid. Was? Ihr seid beide so schnell weggefahren, dass ich es euch nicht sagen konnte. Also, ihr beide seid wegen Speed weggerast und nicht wegen einem Gespenst? Ihr seid solche Angsthasen. Was? Angsthasen? Komm schon, Garni. Geht mit zur Arbeit. Okay. Bis bald. Sie haben uns ausgelacht. Also, Rogi, heute Abend fahren wir zurück zur Baustelle. Okay, wir zeigen Ihnen, wie mutig wir sind. So, ihr seid jetzt alle startbereit. Wirklich? Aha. Ihr könnt jetzt alle zurück zur Baustelle fahren. Zur Baustelle? Aber Hanna, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit, zurückzufahren. Können wir noch etwas länger bleiben? Naja, also ich denke mal, wenn ihr das so wollt. Vielen Dank, Hanna. Tayo, der kleine Bus. Ich bin kein Angsthase. Denen zeige ich's. Ich werde heute Abend zurück zur Baustelle fahren. Wir sind da! Entschuldigung. Hast du diese Katze gesehen? Vermisste Titi. Eine Katze? Ich glaube nicht. Oh, wirklich? Oh. Ist das deine Katze? Ja, sie heißt Titi und sie gehört zu meiner Familie. Aber ich habe sie leider in einem Park in der Nähe verloren. Oh nein, wie schade. Keine Sorge, du findest sie bestimmt wieder.
Ich sag dir Bescheid, falls ich dich irgendwo sehe. Vielen Dank. Und Spieler Nummer 3 ist ja! Ja! Juhu! Oh, er macht das toll! Schneller! Oh, ich dachte, die sind krank. Das habe ich auch gehört. Oh, mein Rücken. Mir ist so schlecht. Was ist mit Spieler Nummer 3 los? Also ich habe gehört, dass sie nicht gearbeitet haben, weil sie sich vor einem Gespenst fürchten. Das sind ja richtige Angsthasen. Spieler Nummer 3 liegt zurück. Was ist nur mit ihm los? Ich glaube, sie haben uns gehört. Fahren wir. Spieler Nummer 3 liegt im Staub. Es ist jammerschade. Die ganze Nachbarschaft lacht über uns. Und wir können unsere Arbeit nicht länger aufschieben. Aber was, wenn das Gespenst noch da ist? Ja! An diesem Abend fuhren Tayo und Rogi zurück zur Baustelle. Diesmal schaffen wir es reinzufahren, Rogi. Ja, wir werden es Ihnen schon zeigen. Los geht's! Okay. Ich habe Angst. Ich auch. Fahren wir noch ein bisschen weiter. Okay. Ich glaube nicht, dass das Gespenst hier ist. Vielleicht ist es weggelaufen, als es uns sah. Vielleicht. Was war das? Das kann nicht sein. Das Gespenst ist zurück. Oh? Poco! Was treibt ihr beiden denn hier? Es ist gefährlich für euch Kinder, so spät noch hier zu sein. Es tut uns leid. Und? Geht es euch denn jetzt besser? Natürlich, wir fühlen uns toll. Das ist eine Erleichterung? Eigentlich geht es uns schon eine Weile gut. Wir hatten wirklich Angst, zurückzukommen. Wirklich? Ja, leider stimmt das. Aber jetzt ist alles okay. Wir müssen schließlich unseren Job machen. Wir sind alle so tapfer! Ja. Es ist wieder dieses Geräusch. Aber woher kommt es? Von da drüben. Oh. Das sind Kätzchen. Was? Was wir gehört haben? Waren also nur Kätzchen. Aber was ist mit den fallenden Kisten? Ja, sie können sie ja nicht runtergeschmissen haben. Das ist bestimmt... Die Mutter der Kätzchen. Die Mutter wollte bestimmt ihre Babys beschützen. Es gab also doch kein Gespenst. Die sieht ja aus wie Titi. Titi. Wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und wir haben noch ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Sind das? Das sind Titis bezaubernde Kätzchen. Sind sie nicht süß? Ja, danke, Tayo. Kein Problem. Aber eigentlich haben die tapferen Bauarbeiter sie gefunden. Richtig? Naja. Tapfer würde ich nicht gerade sagen. Eigentlich haben wir sie gefunden. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Nicht der Rede wert. Titi, die Katze, wurde ihrer Besitzerin zurückgegeben. Und die Geschichte vom Gespenst wird ein Geheimnis bleiben. Thank you.